Farbkontraste entstehen, wenn man mindestens zwei sehr unterschiedliche Farben gegenüberstellt und sich daraus eine gewisse Spannung ergibt. Gerade bei gestalterischen Berufen sind Kontraste von enormer Bedeutung. Der Schweizer Maler Johannes Itten hat dafür verschiedene Kontraste untersucht und in 7 Kategorien eingeteilt. Der Farbe an sich Kontrast. Dieser Kontrast entsteht, wenn mindestens 3 reine Farben aufeinandertreffen, die im Farbkreis relativ weit auseinander liegen. Der Hell-Dunkel-Kontrast. Wie der Name schon vermuten lässt, tritt dieser Kontrast auf, wenn helle und dunkle Farben aufeinandertreffen. Dabei geht es nicht zwangsläufig um Schwarz und Weiß, sondern auch Farben können unterschiedlich hell oder dunkel wirken. Der Komplementärkontrast. Komplementärfarben liegen sich im Farbkreis gegenüber und bilden dementsprechend einen sehr starken und kraftvollen Kontrast. Der Kalt-Warm-Kontrast. Wie auch hier der Name vermuten lässt, behandelt dieser Kontrast das Zusammenspiel von kalten und warmen Farben, also bläuliche Töne in Kombination mit rötlichen Tönen. Der Qualitätskontrast. Dieser Kontrast tritt auf, wenn gesättigte, also sehr bunte, strahlende Farben auf ungesättigte Farben treffen. Der Unterschied entsteht also durch die Qualität der unterschiedlichen Farben. Der Quantitätskontrast. Im Gegensatz zur Qualität geht es bei der Quantität um die Menge der Farbe. Der Quantitätskontrast arbeitet mit unterschiedlich großen bzw. kleinen Flächen und der Tatsache, dass Farben eine unterschiedliche Intensität haben. Der Simultankontrast. Dieser Kontrast beschreibt die Wirkung, die eine Farbfläche auf eine andere hat. Wenn wir beispielsweise diese rote Fläche auf orangen und auf grünen Grund legen, wirkt das Rot rechts deutlich leuchtender als links. Genau diese Wechselwirkung beschreibt der Simultankontrast.